Er war ein Junge wie jeder andere, ging zur Schule und war frech. Er liebte Sport und Mopeds, doch dann hatte er das Pech. Da geschah dann dieser Unfall an einem Regentag. Man hat ihn überfahren, ihn traf das Schicksal hart. Ambulanz und Notarzt kämpften um sein Leben. Man flog ihn in die Klinik und hat nicht aufgegeben. Nach Stunden voller Bangen, die Mutter stand bei ihm. Da kam der Arzt ins Zimmer und sagte leise zu ihm: Gefesselt an den Rollstuhl für den Rest des Lebens. Doch glaube mir, mein Junge, kein Tag, der ist vergebens. Mach aus dir das Beste und glaub an deine Kraft. Dann wirst du bald vergessen und hast es geschafft. Seine Welt, sie brach zusammen, tausend Fragen stellt er sich. Wie konnte dies geschehen, warum gerade ich? Seine Eltern hielten zu ihm, halfen ihm mit Wort und Tat. Er hört immer noch die Worte, die der Arzt gesagt. Gefesselt an den Rollstuhl für den Rest des Lebens. Doch glaube mir, mein Junge, kein Tag, der ist vergebens. Mach aus dir das Beste und glaub an deine Kraft. Dann wirst du bald vergessen und hast es geschafft. Er kämpfte hart an sich und studierte fürs Büro. Heute hat er Familie, sein Beruf, der macht ihn froh. Er kennt den Sinn des Lebens durch die Menschen, die er liebt. Mit seinem starken Willen hat das Schicksal er besiegt. Gefesselt an den Rollstuhl für den Rest des Lebens. Doch glaube mir, mein Junge, kein Tag, der ist vergebens. Mach aus dir das Beste und glaub an deine Kraft. Dann wirst du bald vergessen. Hast es geschafft, gefesselt an den Rollstuhl für den Rest des Lebens. Doch glaube mir, mein Junge, kein Tag, der ist vergebens. Mach aus dir das Beste und glaub an deine Kraft. Dann wirst du bald vergessen und hast es geschafft.